Sieh du dich sehen Monster töten, du Freund? Ein nackter Mann hat mich angesprochen, während ich gerade die Aufnahme gestartet habe. Das ist merkwürdig. Alles okay mit dir? Warum redest du so komisch? Sito leid. Sito nicht gut sprechen. Familie von Sito nicht sprechen. Sito lange nicht mehr sprechen. Du töten Monster alleine. Monster stark, aber du mehr stark. Sito froh, du töten Monster. Monster Sito und Familie von Sito wehtun. Was zum Teufel sind das für Viecher? Irgendeine Art von Todeskrallen? Tod? Krallen? Sito nicht wissen. Sito nur wissen, Tod schlecht und Monster schlecht. Tja, jetzt kann es dir nicht mehr wehtun, Sito. Nein, viele Monster mehr. Nicht aufhören. Sito töten Monster. Neues Monster kommen. Sito töten Monster wieder. Neues Monster kommen wieder. Monster nicht aufhören. Helfen Sito Monster stoppen? Natürlich helfe ich dir. Sito froh, du helfen. Neuer Freund folgen, Sito. Sito dir zeigen Ding. Ding helfen, töten Monster. Okay. Übrigens, yo, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir den Zoo hier betreten. Und ja, war gerade meine Aufnahme am Start. Kann sein, dass die jetzt ein bisschen verbuggt ist, weil normalerweise tue ich mir die ersten 20 Sekunden rausschneiden. Aber ja, der Typ hat mich einfach, während ich gerade die Aufnahme gestartet habe, angesprochen. Und ja, er will, dass wir die Gator-Clown hier töten. Weil, okay, warum nicht? Ich kann einfach keinen halbnackten Männern irgendwelche Vorschläge abschlagen. Übrigens, falls euch der Part gefällt, dann könnt ihr ja einen Abo, ein Like, einen Kommentar oder irgendwas anderes hinterlassen, um den Kanal weiter zu helfen. Jedes von diesen Dingern hilft ein ganz kleines bisschen weiter. Und damit bedanke ich mich dann auch. Und hupsala, nicht auf dich, Zito. Lass meinen Höhlenmenschen in Ruhe. Lass Primaten aus. Macht Sinn. Erst als die Kamera so am Anfang so geschwenkt hat, habe ich gedacht, hier Dingens. Mit mir reden, Gates, aber ja. Dann sage ich ihnen hallo. Seht ihr? Das Zuhause. Das Familie. Er kennt schon die Aufsichtsabstand. Du Freund Zito heißen, du Freund Familie. Eine schreckliche Familie. Du hast eine schrecklich nette Familie, Sito. Du sage nette Dinge. Sito möge neuen. Oh, and my rich. Helfen, Sito. Oh, ich liebe diese Serie. Hier verstecken vor Monstern. Nur hier sicher. Hier haben kein Essen. Hier haben kein Wasser. Sito rausgehen. Helfen Familie. Monster Sito töten wollen. Sito viele töten. Mehr Monster kommen. Nicht aufhören. Sito Angst haben, Monsterfamilie wehtun. Okay. Ist okay, Sito. Wir kümmern uns um deine Familie. Sito mögen, neuer Freund. Sito haben Geschichte. Geschichte helfen, töten Monster. Also ich verarsche. Sito essen mit Familie. Alter Mann kommt nach zu Hause. Alter Mann verletzt. Sito versuchen helfen. Alter Mann sagen, er machen Monster. Sito wütend auf alter Mann. Monsterfamilie wehtun. Alter Mann entschuldigen Monster wehtun Familie. Er geben Sito Glitzerding. Er sagen, Glitzerding helfen gegen Monster. Sito versuchen mehr helfen. Aber alter Mann sterben. Sito legen alter Mann in Boden. Aber behalten Glitzerding. Jetzt geben Glitzerding neuer Freund. Helfen Sito.
Okay. Ja, der Dr. Demots Holowand an. Okay. Was haben wir hier? Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender in der Safari Adventure Replikationsanlage. Das ist meine letzte Aufzeichnung. Ich habe etwas Schreckliches getan. Die Dinge, die ich erschaffen habe, die ich Gatorklauen nannte, sie müssen vernichtet werden. Man kann sie nicht zähmen oder kontrollieren. So. Ihre Wildheit ähnelt nichts, was ich kenne. Und so, jetzt merkwürdig. Ist der Nuka Replikator außer Kontrolle. Er produziert sie mit erschreckender Geschwindigkeit. Bitte, irgendjemand, finden Sie meinen oder Dr. Heinz Zugangscode. Mein Gott, leid ein bisschen schneller. Ach, bist du Dr. Hein oder was? Sollte, hoffe ich, dass er mir verzeiht. Das ist das Grognack-Kostüm. Der Mann hat wichtiges Ding. Dann kommen die Gator-Clown, nö, die Monster aus einer Tierklonanlage von irgendwo unter der Safari-Adventure. Glitzerding, helfe, neuer Freund. Ja, es war sehr nützlich. Ich muss nur die Klonanlage finden. Situ haben Idee. Situ sehen alter Mann kommen von großen Dreieckhaus. Lange her sein. Gehen zum großen Dreieckhaus. Finden Klonanlage. Stoppen Monster. Situ kommen mit neuer Freund. Situ helfen. Okay. Okay, ich könnte Hilfe brauchen. Kommt mit. Situ stark. Situ helfen, neuer Freund. Traumbegleiter? Nein, schade. Das ist das große dreieckige Haus. Okay. Sehr schön. Den als Begleiter zu haben, weiß ich nicht, wäre irgendwie komisch. Aber interessant. Ich glaube, es sind zwei irgendwie Begleiter sind. Große dreieckige Haus. Guck mal da oben. Komm mal da in dieses Baum aus. Ich glaube nicht, ne? Wird mir schon angezeigt, ich muss. Natürlich wird es mir angezeigt. Ja. Komm ich da auf. Ja, ich merke gerade, jetzt sehe ich wieder hier die Karte, den Marker auf der Karte, den sehe ich gar nicht hier, wenn ich nur Dingens hier anhabe. Meine normale Farbe. Ich sehe dieses Gelbe. Im Hintergrund kannst du mal sterben. Ein Grüßer. Hallo,
Gorkis Baum aus, aber da kann ich nicht rein. Oder? Ich darüber. Was ist, wäre jetzt hier voll der Eingang gewesen? Mach mal erstmal drei Kicker aus. Ich wüsste, wo man hinkommt. Herr Vanuk. Was? Oder der euch abschießen lässt. Das wird bestimmt eine Treppe hin oder so, ne? Nein, ein Labyrinth. Mein schlimmster Feind. Hi. Lässt euch verdammt schnell abschlachten. Ich habe irgendwie einfach hier hingefunden, als ich gedacht hätte. Weil es hier nicht so ein blödes Foto ist, ne? Lass mich wenigstens über ein oder zwei von denen stolpern. Hier durch meine Basis. Okay. Hier ist eigentlich voll die geile Basis. Mit der kann ich nichts anfangen. Schade. Oh, sehr gut. Man hat auch mal wieder geschafft. Ist ja voll Fanservice hier oben. Die müssen auch für irgendwas gut sein. Schon wieder so viele Nuka-Colas mit. Raketenwerfer. Leider keine einzigartige Version oder so. Schade. Okay, treffen wir gerade. Herbert. Herbert. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann bin ich tot. Oh, ist raus hier. Die Drohne ist einfach hier und macht nichts oder wie? Ja, muss ist ja nochmal Zito. So, nehmen wir ab. Na, wie komme ich denn da hin? War ehrlich. Okay. Hat gefunden. Voll reparierter Teil. Ja, wie komme ich jetzt da verdammt noch mal hin? Nächste Ding, ne? Ich renne einfach durch. Bist du noch am Leben? Nee, ne? Hier ist noch mal am Leben. You die! Erstmal brüllen, bis dahin habe ich schon 10-mal getötet. Hi Zito. Hi Gage.
da dreieckig raus sein. Es ist nicht wirklich dreieckig. Ich hab jetzt gewackelt. Schon wieder gewackelt. Und man war draußen. Verdammt, ich werde voll zerstört werden, wenn ich rauskomme, oder? Irgendwie so was. So der Riesentodeskralle. So, du was da hat. Und sagen, haben die Viecher auf einmal angefangen zu reden. Ja, das glaube ich dir. Und da liegt ein Rezept. Für Rezepte kann es doch gar nicht mehr geben. Da wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Luca Rush. Wie geil, wenn man den als Gefährten hätte. Keine Sorge, ich habe die Technologie. Okay. Sage er mir was bei wütender Anaconda. Er hat uns zu einer gewissen wütenden Anaconda gebracht. Wenn wir das finden, finden wir auch seinen Zugangscode für die Klonanlage. Klingen wie Name von Schlange aus alter Zoo. Oh, vielleicht Doktor unter großer Metallschlange. Weiß doch bestimmt, wo die ist, Sito. Ja, Sito wissen. Es große, wie Wort dafür? Bahn. Bahn wie große Schlange. Okay, Achterbahn. Von überall. Sehr groß. Sehr wie Schlange. Auf Hügel hinter Zoo. Vielleicht Doktor Mann dort. Die Theorie, die ich habe, ist, er ist der Typ. Sehr gut, Sito. Ich habe gewusst, du bist eine Hilfe. Sito helfen. Sito mögen helfen. Euer Freund. Da haben wir noch irgendwas drin? Boah, was zum Verschrecken. Und da ist Jengels am Montag. Aber damit gespielt, jetzt voll einen Jumpscare irgendwie zu machen, so. Keine Ahnung, ich hätte einfach so eine Sekunde nur in das Gesicht geguckt, diesen Gorilla, und hätte ich einfach geschrien, so. War halt lauter. So, da. Kommen Sie in Corkys Café und probieren Sie unsere neueste, umwerfende Geschmacksrichtung. Wisst ihr euch, hab hier, boah. Haut er den Ding einfach eine über. Boah, haut dem Ding da den einfach eine über. Okay, ich will springen. Voll die Iltis-Geräusche. Nein, doch, okay. Da ist auch ein Ausgang. Wie gesagt, wütende Anaconda. Und da kommt ein nächstes Viech schon. Aber ich level jetzt erstmal auf. Und ich weiß auch schon was. Und zwar schneller nachladen. Auch wenn mir das nicht so viel bringt. Aber warum nicht? Das einzige, was mir hier noch irgendwas bringt. Ja, warte mal, ich kann gar nicht schnell nachladen. Boah, das gibt mir nur VTS. Boah. Meine Gewehre mit Zielfeuer können ein Ziel zu Boden werfen. Okay, dann weiß ich nicht weiter. Was habe ich denn hier noch nicht? Was nützlich sein könnte. Schleichen. Einsamer umherziehender, das werde ich irgendwann machen. Ich meine, jetzt bringt mir das zwar nichts, aber ich kann das schon mal ein bisschen aufleveln. Leistet 30% kann 100% mehr Ausrüstung tragen. Wenn du bei so 25% mehr Schaden, so 25
Aktionswahl. 25% mehr Schaden ist nicht schlecht. Also warum nicht? Auf den Sonnenuntergang entgegen. Weil irgendwann werde ich, ich glaube im Finale oder so, werde ich alleine durchrennen. Es sich sowieso nicht lohnt, irgendwie mehr Begleiter mitzunehmen. Also 25% mehr Schaden. Meine Begleiter machen sowieso keinen Schaden, also habe ich jedenfalls das Gefühl. Deswegen mache ich noch nicht mal Verlust. Ja, eigentlich nur riesigen Gewinn eigentlich. Fusionskern. Ja, und ich weiß, ich gucke jetzt nicht mehr alles so gründlich ab, aber ja, wer Projekt langsam, was ich irgendwann mal zu Ende bringen. Und ja, ich mich nicht hier 20 Minuten immer in ein paar in ein Gebiet oder so aufhalten, muss ich ein bisschen schnell machen. Kingdom Hearts dauert noch ein bisschen, geschafft, weil ich direkt nach dem zweiten Part direkt Birth by Sleep zocken werde. Dann irgendwann Kingdom Hearts 2.8, was ja im Januar rauskommt. Ja, und Dragon Ball Xenoverse 2 bin ich ja schon, weil nicht, glaube ich, hatte ich noch sehr viel Parts da. Bestimmt noch mal so 20 Parts oder so, und dann war's das. Bin ich auch schon fertig mit dem Part, habe ich so ein Gefühl. Mit dem Projekt meine ich. Und Fallout könnte noch so um die 100 Parts lang werden, habe ich so ein Gefühl. Es werden auf jeden Fall nicht über 400 Parts, das glaube ich nicht mehr. Aber es werden auf jeden Fall, weiß ich nicht, 350 Parts noch. Also bis 350, nicht noch 350. Ich will da hoch, verdammt. Deswegen mache ich das ein bisschen schneller hier. Schaltet sowieso niemand Neues mehr hier in dieses Projekt ein bei so vielen Parts. Ah, so als ich da wegen dem Views machen würde, dann würde ich schon längst aufhören. Ich muss aufpassen, einige Leute gucken diese Projekte. In Kingdom Hearts Chain of Memories konnte ich zum Beispiel sagen, was ich wollte, hat niemand die Parts geguckt. Da habe ich am Ende einiger Parts ganz schön Mist gelabert und einige Sachen gesagt, die ich vielleicht nicht hätte sagen sollen. Aber ist ja egal, guckt ja niemand die Videos, also kann mir niemand nachweisen. Sehr schön. Aber hier ist das nicht so, habe ich so ein Gefühl. Okay. Da sind wir direkt hier, oder müssen wir uns wieder den ganzen Dungeon hier kämpfen? Wie Klonmaschine mit Fehlfunktion. Hi. Bin gerade angeschrien. Das ist der Dovahkiin. Bringt mir nichts. Ich frage mich immer, lohnt es sich, Teile zum Verkaufen abzubrechen? Oder ist das eine schlechte Idee? What? Na, muss ich da hin? Du denn? Hat er voll gebracht. Oh, mein Herz. Hoho. Ja, wir haben schon getötet. Reg dich auf. Zeit zum Spiel. Pass, zieh doch nicht an.
Kann doch nicht so einfach sein, oder? Ach, ich muss sie noch alle erledigen. Ja, okay, da machen das natürlich Sinn. Wir sind gerade auf einer Safari, ja. Wo sind die alle hier? Das wäre natürlich perfekt. Oh. Au. Wodka. Der Monster, ne? Du hast Monster gesagt, oder Zito? Du weißt doch gar nicht, was Wodka ist, oder? Also wir hier drin fertig. Fusionskern. Wir haben auch irgendwie in den Rachen geschoben, habe ich heute das Gefühl. Blöd ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, draußen suche, dann habe ich wahrscheinlich hier eine verpasst. Ne? Das ist doch genauso, wie es hier passieren wird, oder? Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender in der Safari Adventure Replikationsanlage. Ich setze meine persönlichen Aufzeichnungen fort. Ich habe den Nuka-Gen-Replikator weiter modifiziert, um eine Nahrungsquelle zu erhalten. Ironie des Schicksals. Vom selben Gerät, mit dem Nuka World die Tierexemplare erschaffen hat, hängt nun mein Überleben ab. Mit einer Gewebeprobe einer Kuh konnte ich einen lebensfähigen Klon replizieren, ihn verspeisen und danach mit dem restlichen Gewebe einen weiteren Klon erzeugen. Solange der Nuka-Gen-Replikator funktioniert, dürfte mir auf Jahre hinaus ein unendlicher Nahrungsvorrat zur Verfügung stehen. Dr. Hein wäre stolz auf meine Leistungen. Schon traurig. Es ist so lange her, dass ich schon fast vergessen habe, wie er aussah. Mein Gott. Mittlerweile sind es schon Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Jahrhundert oder mehr. So lang schon. Ich setze die Aufnahme später fort. Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender in der Safari Adventure Replikationsanlage. Ich setze meine persönlichen Aufzeichnungen fort. Es ist die Hölle. Ich weiß nicht, wie lange schon. Ich habe vor Monaten aufgehört zu zählen. Oder vor Jahren? Selbst mit all der wissenschaftlichen Ausrüstung kann ich auf keinen Fall umkehren, was aus mir geworden ist. Die Strahlung der Bomben hat ihren Tribut an meinen Körper gefordert, mein Aussehen verändert und mich deformiert. Aber statt zu verzweifeln, habe ich die Veränderungen angenommen und als Grundlage für meine neue Klonforschung genutzt. Vielleicht wird dieser Fluch zu meinem Segen. Ich wünschte nur, Dr. Hein würde mich leiten. Ohne ihn fühle ich mich verloren. Na, okay. Und den letzten Kram werden wir doch hier noch finden, oder? Das Terminal muss hier irgendwo sein. Was ist das Terminal? Okay. Mal schauen, schaffen wir noch in dem Part hier. Das war ein bisschen länger, aber soll's. Wir werden schon hier erledigen. Weiß, ob ich danach überhaupt noch aufnehme. Keine Ahnung. Mal schauen. Gucken wir mal. Weiß er nicht. Lass mich in Ruhe. Ein paar Toskanen kriegen wir noch hier abgemetzelt. Oh, wer, der gibt mir als Dank irgendwie seine blöde Planke als Waffe. Boah. So wird das doch ja ausgehen, oder? Ja, wo sind die restlichen Toskrallen?
werden wahrscheinlich eine Bitch zu finden sein, oder? Wenn ich mich natürlich so anstelle, sowieso. Ja. Na gut. Aber wir sind auch alle da. Die ganze Zeit L1. Da ist noch eine. Und die Schüsse von da drinne. Nein, ist irgendwo drin, ist doch klar. Da ist irgendwo, boah. So eine Höhle, will ich mich auf den Arm nehmen. Bärenhöhle. Muss halt extra ein Gebiet sein, da ist jetzt wahrscheinlich eine einzige drin, ne? Warte zum. Willst du denn von mir? Ich denn getan. Ich bin nur ein Tourist hier. Ey. Hätte so ein geiler Kampf hier zwischen den beiden werden können, ne? Aber nein, natürlich geht natürlich sofort auf mich los. Gibt's doch nicht. Vielleicht, wenn ich von der anderen Seite gekommen wäre, ne? Hätte ich irgendwie voll den epischen Kampf beobachten können, aber nein. Also von der Seite kommen, das Viech springt sofort auf mich los. Er war wahrscheinlich voll im Kampf gegen das Viech. Hat gesehen, wieder kommt jemand bei mir rein. Ja, oh, den mache ich fertig. Bin zwar voll bedroht durch dieses eine Viech, das direkt vor mir steht, aber was soll's. So, eine noch. Die kriegen wir auch noch in dem Part. Ja, volle lange Part, aber was soll's. Wenigstens eine Sache hier zusammengefasst. Das ist genau wie in Kingdom Hearts, wo ich jede Welt in einem Part oder zwei gemacht habe. Okay. Hi. Hi. Ach man, wie komme ich denn jetzt da? Warte, wo bist du? Kämpfst gegen irgendwas? Hallo. Wenn ich Glück habe, machst du sehr fällig durch irgendwas, wer auch immer gerade gegen dich am Kämpfen ist. Und was kämpfst du da drin, ne? Und was hast du gekämpft? Ich werde es nie rausfinden, oder was? Okay. Keine Ahnung. Brahmin, willst du mich auf den Arm nehmen? Aber geht die Quest noch weiter? Was los? Neuer Freund fertig? Keine Monster mehr? Und sie werden wohl auch nicht wiederkommen. Deine Familie ist sicher, Sito. Sito, ja, so froh. Wie Sito können danken, neuer Freund. Fahrt mit neuen Freunden teilen. Wo ist eine Kugel? Wie geht's jetzt weiter, Sito? Willst du hier bleiben oder mit deiner Familie raus ins Ödland ziehen? So zu Hause von Sito seit klein sein. So zu Hause von Familie seit immer. Sito bleiben wollen. Ödland nicht. Sicher für Familie von Zito und Zito selbst. Okay. Ich habe ein paar Freunde, die sich hier niederlassen werden. Aber wenn du ruhig bleibst, kommen wir schon klar. Okay. Zito dir vertrauen. Zito wollen mehr neue Freunde. Bevor gehen, hier, neuer Freund nehmen. Zito Glitzerdings aufbewahren. Zito geben wollen. Danke, neuer Freund. Zito dich nie vergessen. Danke, Zito. Zito ist glänzender Schläger. Was zum Teufel? 238? Ich dafür wieder auf. Stachelrakete. Was?
Ist das Ding stärker als Atoms Dingens? 238. Das ist stärker als die Dings. Ey, leck mich. Okay, geil. Und ja, ich bin überlastet. Das war natürlich jetzt sowas von klar. Dann haben wir das auch erledigt. Wir haben einen Park hier gesäubert, den wir an jemanden einteilen müssen. Dann sind wir, glaube ich, mit zwei Dingern nur noch hier im Rennen. Gut, dann sage ich, das war's für diese Folge und Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.